Ja, aber da kannst du noch mal dran riechen. Die Hortensie. Ja, ganz ein eigener Duft. Ganz ein eigener Duft. Aber wenn du diese vielen Blüten siehst, das hat hier geduftet. Und die Bienen sind natürlich herumgesummt, oder? Die Bienen oder? Sind drumherum geschwirrt. Ja. Immens. Und jetzt sind wir hier auf dem, genau, das ist das Gebäude oben. Ne? Also das ist jetzt die Dachterrasse. Ja. Genau. Und da kannst du auch nachts hier die Wegbeleuchtung ausschalten, wie du auch oben einschalten kannst. Super, es ist ja komplett beleuchtet. Ja. Das ist komplett beleuchtet. Und das ist auch eine Terrasse, Albert Emanuel, die du mit benutzen darfst. Okay, danke schön. Wenn du in der Früh bei Sonnenaufgang, Sonnenuntergang hier Yoga-Übungen machen möchtest, aber bitte kein Gesang. Hier bitte ohne Lautstärke, nur atmen. Nur Pranayama. Weil, wie gesagt, die hören. Genau. Das hören da. Es halt hier alles. Aber du kannst es wunderbar. Schau dich, dreh dich mal einmal um. Was ist das für ein Bild? Ja, also das ist nicht mit Geld nicht zu bezahlen. Und Anteile des ganzen Inselhorizonts und natürlich auch des ganzen Meereshorizonts. Da haben wir ja natürlich auch die ganze Weite, auch die wir hier erleben mit der Insel. Fast 360 Grad. Ne? Ja, fast 360 Grad. So. Und auf dieser Terrasse, das ist diese Blumentröge. 1, 2, 3, 4. Da muss gegossen werden. Das muss gegossen werden, das mache ich nachher. Und zwar, ich zähle immer bis 60. Ja. Das heißt, ein Trog muss, ich tue immer pro Pflanze, also es sind drei Pflanzen drin, ungefähr bis 90 oder 100 Sekunden der ganze Trog. Kriegt der Wasser. Du ziehst langsam bis 60 und dann bist du dann ungefähr. Dann 60 und dann nochmal bis 30, also bis 90, ein Trog, so 90 Sekunden. Das heißt, wir sind bei 5x9 ist 45 Sekunden, sind also knappe. Ja, 1,5 Minuten, pro Trog, genau. 6 Minuten. 6 Minuten. Das sind zwei Frangipanis, die gehören auch gegossen. Ah ja, da haben wir die, ja, genau. Frangipanis, ja. Die gehören gewässert. Ja. Jetzt zeige ich dir auch bei dem Weg, was du alles wässern musst. Ab Dienstag. Bisher haben wir noch nicht so viel gesehen, was zu wässern ist, oder? Darum fangen wir jetzt an. Jetzt fangen wir an, also die linke, die rechte Seite. Ich fange hier an, genau. Genau. Ich fange hier an, deswegen tue ich da die Düse dran lassen. Mach dann nachher, wenn wir durch sind. Das war einmal diese Terrasse gewässert. Dann gehen wir mal hier entlang. Das habt ihr aber nicht alles angelegt, gell? Diese Terrassen. Das war schon teilweise da, oder? Habt ihr das teilweise? Das haben wir gemacht. Das habt ihr gemacht, aber meine Schrägdächer. Aber diese die diese, waren, das ist war. Bestand. Okay, aber das ist von euch, ja. Das ist von uns. So, das ist auf der Seite mit den hohen, was wir am Anfang waren, die einzige Palme auf der rechten Seite, die geschnitten wird. Siehst du auch? Einfach, du gehst dann einfach durch. Da ist auch eine kleine Mini-Palme daneben, gell? Die hat auch noch geschnitten. Nee, die nicht. Das ist eine Yucca, die braucht er nicht machen. Ah, und die rechts davon aber auch rechts, nicht. Die rechts auch nicht. Die auch nicht, das okay. Das ist ein Yucca, aber das ist eine Dattel, also kanarische Palme. Genau. Die gehört wieder geschnitten. Okay. Die gehört geschnitten. Und das war ja schon mal den Stamm an. Das war mal eine riesen Yucca. Hat aber der Vorbesitzer abgeschnitten, weil sie Angst gehabt haben, dass die bei Wind umkippt und so. Ah, okay. Aber sie wächst wieder. Jetzt sie wächst wieder in die Höhe. Ja. Die Natur findet einen Weg. Ja, genau. So, dann gehen wir hier auf der Seite hoch. Das ist, genau, das ist neben der Mitte, gell? Das ist der zweite Aufgang neben der Mitte. Genau, das ist neben der Mitte der zweite Aufgang. Die Terrasse hier mache ich für Fitness. Darfst du auch, genau, da ist die öffentliche Fitnesskammer, ja. Kannst du auch. Haben sogar so ein bisschen so Stripes und so kann man sich ein bisschen anhängen. Genau. Oder Klimmzüge an der Stange machen. Ah, da ist eine Klimmzugstange, ja. Auch richtig. Ja, auch richtig. Kann man da machen. Und wenn ich Kompost, gehe ich den Weg und schmeiße den mit in den Kübel. Schmeiße es einfach in die, entweder hier runter oder schmeiß so runter. Ah ja, also das ist unser dritter Kompost. Der dritte Kompost. Nee, das ist derselbe, den wir gerade von der Terrasse. Ah ja, stimmt, da drüben ist ja die Terrasse. Ja, genau. Richtig, genau. Du,
ich schmeiße mal von hier rein, muss nicht den weiten Weg gehen. Kurze Wege. Genau. Und da haben wir richtig eine schöne Höhle, eine schöne Blütenhöhle. Oh, genau. Das ist natürlich. Wie heißen diese wunderschönen Pflanzen? Buckenwillen. Genau. Buckenwillen. Schön. Ja. So. Dann gehen wir da wieder. Auf die Mimose wieder. Wieder eine Mimose. Das ist auch Buckenwillen, das da? Nein. Das ist. Das ist auch wieder ein Hibiskus. Hibiskus, ja genau. Den habe ich eh schon ein paar Mal gerochen. Ja. Das ist ein schöner roter Hibiskus. Ah. Das ist theoretisch auch eine Palme? Palmfarm, ja. Muss aber nicht geschnitten werden. Nein, das muss nicht. So. Und das ist auch ein Avocado und der hat auch noch ein paar Früchte, die mir gehören. Die Avocados sind meine. Deine. Da wird hier nichts geerntet. Genau. Ja, klar, es sind ja wenige. Es sind nur noch wenige dran. Ich nasche mit, wenn du mich zum Salat einlädst. Dann dich mal auf den Salat einlasse, dann kriegst du auch von dir Avocado. Selbstverständlich. Ja, aber ist gut zu wissen. Das ist schon wichtig. Das ist ganz wichtig. Das ist. Wie wir gesagt das haben, ist Saschas. Obstfrüchte, genau. Nehmen, hier ja, aber Avocado nicht. Abwarten, bis ich dich auf den Salat einlade. Genau. Und wenn doch, dann muss mich die Katze kratzen. Richtig. So, das hier ist der zweite Trog, den du gießen musst. Ah ja, okay. Das ist ein wunderschöner Trog. Wie lange auch? Da gibt es eine Zeitangabe für? Auch ungefähr. Eineinhalb, zwei Minuten. Frage, das Bett bleibt so? Also das bleibt so. Das ist wasserdicht? Oder? Das ist wasserdicht. Ah, okay, alles klar. Das heißt, da kann auch was drauf fallen, das ist egal. Ja, vom Schneiden oder so. Aber da sind die Querstreben, da fällt nichts drauf. Hier waren wir ja schon, genau. Das genau. Ist dann. Aber das ist der zweite Druck, den du gießt. Solltest. Das ist aber auch eine tägliche Arbeit. Nein. Dienstag zweimal in der Woche. Zweimal in der Woche. Alle Tröge. Was ich dir gesagt habe. Ja, genau. Alle Tröge von der Terrasse angefangen, das hier ist der zweite. Ja. Und die gehören einfach zweimal in der Woche gegossen. Gegossen. Genau. Das ist der zweite. Ich zeige dir jetzt alle, welche das sind. Der hier. Und auch wenn im Teich der Wasserstand zu niedrig ist, Schlauch reinhalten, bisschen aufdrehen, das dann wieder. Das geht jetzt noch, da tue ich ungefähr zwei, drei Wochen ein bisschen Wasser nach. Ja, da gibt es auch ein paar Fische, gell? Das sind ein paar Fische drin. Ja. Aber Aquakultur oder Aquapono oder Ponikultur machst du? Habe ich schon gehört, möchte ich mal, ist auch ein Projekt, das ich auch. Was interessiert jetzt? Mit dem Wasser. Gut, also. Der da, genau. Ist der dritte. Das hier ist der vierte. Der vierte. Hat zwar Bewässerung dran, aber